Ein Déjà-vu beschreibt nach gängiger Definition das sichere Gefühl, eine neue Situation bereits in der Vergangenheit in gleicher Weise erfahren zu haben. Schon gesehen heißt Déjà-vu übersetzt wörtlich. Ein solches schon gesehen durchlebte der Turmkicker neulich gleich 28 Mal und das in noch nicht mal 5 Minuten. Er war mit dem Rad auf dem Ramsdorfer Postweg unterwegs, der zwischen Landwehr und Coesfelder Straße mittlerweile als Fahrradstraße beschildert und markiert ist. Hinter dem Baufachzentrum und dem Autohändler tauchte das erste quadratmetergroße und schwarz-weiß-blaue Hinweis-Dingsbums Fahrradstraße auf dem Asphalt auf. Und ein paar Meter weiter schon das nächste und dahinter gleich das nächste und so weiter und so weiter. Der Turmkicker wollte es genau wissen, fuhr zurück auf Los, drückte auf seinem Tacho die Reset-Taste und begann zu zählen. Ergebnis: Die genau 1,41 Kilometer lange Strecke ist mit sage und schreibe 28 solcher Markierungen bestückt. Mit anderen Worten, alle 50 Meter eine Straßenmalerei. Mit noch anderen Worten, wer Tempo 20 fährt, fährt etwa alle 10 Sekunden über so ein Ding. Experten nennen derartige Wiederholungen Piktogrammketten und halten sie grundsätzlich für sinnvoll, um die Unfallgefahr zu verringern. Im Falle Ramsdorfer Postweg findet jedenfalls der Turmkicker, war entweder Übereifer am Werk oder es gab für diese spezielle Piktogrammkette Geld aus einem bislang unbekannten Förderprogramm für extrem vergessliche Verkehrsteilnehmer.